dass wir nicht naiv an diese Thematik herangehen, sondern dass wir über die Gefahren und Risiken aufklären wollen, dass wir wollen, dass die Menschen die Hanf nutzen, auch als Droge, damit bewusst umgehen können und ihre Risiken minimieren können, weil sie über das, was sie rauchen, über die Substanzen, die auf dem Markt sind, Bescheid wissen wollen und Bescheid wissen. Und wir wollen eine andere Politik im Umgang mit Cannabis. In der Politik ist das ja so ein bisschen eine Generationen- und Kulturfrage. Wie hält man es mit Hanf und Cannabis? Diejenigen, die sich öfters mal die Binde vollkippen mit Bier und Schnapp, meinen, dass das, was Leute machen, die Cannabis rauchen, gefährlicher ist, weil es ihnen fremd ist. Man muss sagen, jede Droge ist am Ende gesundheitsschädlich und jeder sollte bewusst wissen, was er macht und was er lässt und damit verantwortlich umgehen. Und das hoffe ich auch, dass das alle heute hier auf diesem Platz, wenn sie nachher auf der Parade mitgehen, beherzigen. Weil ich habe hier schon mehr Bierflaschen auf dem Platz gesehen als Joints. Und auch der betrunkene Passant kann eine Gefahr für den Straßenverkehr werden. Also passt auf euch auf und lasst uns klar machen, dass auch in der Situation, wo wir mit THC-Turbopflanzen zu tun haben heutzutage, dass die richtige Antwort darauf ist, Legalisierung und Verbraucherschutz und auch entsprechende Produkthaftung. Es ist ja heute so, dass durch sowohl die Berichte über bleihaltiges Cannabis, das gepanscht wurde von Dealern, als auch über die Pflanzen, die mit sehr hohen THC-Anteilen auf den Markt kommen, neue Gefahren für den Gebrauch von Cannabis bestehen. Und das hat viele in der Politik, die auch eher einer Liberalisierung das Wort reden, zum Nachdenken gebracht. Aber die richtige Antwort auf diese neuen Gefahren im Umgang mit diesen Stoffen ist nicht die Kriminalisierung der Gebraucher, ist nicht die Unterbindung des Handels, sondern ist die Kontrolle und der Verbraucherschutz. Die Menschen, und wir wissen, es sind Hunderttausende in diesem Land, die Cannabis konsumieren, sollen davor geschützt werden, dass sie dabei Blei rauchen oder andere giftige Stoffe zu sich nehmen. Dafür haben sie sich nicht entschieden, wenn sie mal einen Joint rauchen wollen. Aber die Kriminalisierung führt deshalb gegenwärtig zum glatten Gegenteil, was damit bezweckt ist. Die Apologeten der Repression argumentieren ja immer mit Gesundheitsschutz und Jugendschutz. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wir riskieren die Gesundheit der Userinnen und User. Und wir brauchen eine Abgabeform, die Jugendliche schützt. Und wir brauchen eine Abgabeform, die den Verbraucherschutz gewährleistet. Deshalb die alte Parole von Hans-Christian Ströbel ist immer noch richtig. Gebt das Hanf frei. Und wenn wir die politischen Debatten in anderen Bereichen heute betrachten, in der Gesundheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, dann erzählen die Politikerinnen und Politiker immer sehr viel von Eigenverantwortung. Der Bürger muss sich um seine Dinge selber kümmern und er kann nicht in jeder Hinsicht auf den Staat schauen. Ja, so ist es auch bei der Drogenpolitik. Der Bürger muss letztendlich eine mündige Entscheidung für seine Gesundheit treffen. Dazu braucht er die Information, was in den jeweiligen Produkten drin ist und braucht einen Hersteller, der auch haftbar ist, wenn diese Produkte gepanscht und verpanscht sind. All diese Grundsätze der Eigenverantwortlichkeit sind beim Umgang mit Cannabis außer Kraft gesetzt und deshalb passt das nicht zu einem liberalen Rechtsstaat, der auf die Mündigkeit seiner Bürgerinnen und Bürger setzt, sondern wir brauchen hier eine dringende Wende in der Drogenpolitik, weg von der Ideologie der Repression hin zu Verbraucherschutz und Jugendschutz. Und
jede Partei braucht ja ihren Zugang zu dem Thema. Da die Grünen haben seit jeher mit den Pflanzen und sind immer schon für Liberalität als Lösung von sozialen Konfliktfeldern gewesen und geben der Repression immer erst dann eine Chance, wenn andere Instrumente nicht greifen. Da hinten stehen die Julis, freut uns, sprecht mal mit Guido drüber. Der ist da, glaube ich, noch nicht so weit wie wir. Aber die haben mit dem, wer richtig arbeitet, muss sich dann auch entspannen können. Schöner Zugang, schöne Idee. Ich habe auch eine Idee für meine christdemokratischen Freundinnen und Freunde, von denen ich weiß, dass durchaus auch einige der Substanz nicht ganz abholt sind. Liebe Leute, wenn ihr in die Bibel schaut, ins erste Buch Mose, in den Schöpfungsbericht, dann am Ende, als Gott alles gemacht hatte, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, dann hat er sich sein Werk betrachtet und gesagt, siehe am Ende, es war alles sehr gut. Da stand nicht, aber die Hanfpflanze ist illegal. Alles war sehr gut. Wie kann man Pflanzen illegalisieren, die die Evolution oder der Schöpfer uns geschenkt haben? Hier brauchen wir eine modernere Politik und vielleicht mit diesem Ansatz auch ein Nachdenken bei den Christdemokraten. Liebe Freundinnen und Freunde, wir müssen noch viel argumentieren, weil mit den neuen Gefahren haben wir neue Argumentationsnöte bzw. Argumentationserfordernisse. Deshalb habt eine lustige Parade, passt auf, wie auf die Stadtbevölkerung hier dabei wirkt, weil davon hängt auch das Image von Cannabis und Hanf ab. Geht verantwortungsvoll um mit dem, was ihr tut, achtet auf eure Gesundheit und haltet euch informiert. Das ist der beste Schutz im Umgang mit solchen Substanzen. Tschüss und viel Spaß.